In einem Land, umgeben von Bergen, liegt eine Stadt, geprägt von Geschichten, dunkel und alt, von Generation zu Generation weitergegeben, einst in Vergessenheit geraten, doch nun wieder zum Leben erweckt. Geist, Tommy. Dunkle Gestalten. Kehrt und erzählt vergessene Geschichten. Glaubt es. Wasser. Wasser ist nicht nur für uns Menschen lebenswichtig. Es nährt nicht nur uns, sondern auch den Boden, auf dem dann das Getreide und alle anderen Lebensmittel wachsen. Mit Wasser erzeugen wir auch Strom. Eine geballte Kraft treibt riesige Turbinen an. Die Kraft des Wassers wurde auch einem gebürtigen Imsterberger um 1600 herum bewusst. Der Klausner, so heißt unsere heutige Sage. Und wieder liegt einer Geschichte ein belegbares Ereignis zugrunde. Im Waldertal schlägerte er angeblich eine Unmasse an Holz und errichtete dort selbst, um es herauszutriften, einen gewaltigen Stausee. Bei einem sommerlichen Hochwetter rissen nun die Dämme und die ungeheuren Wassermassen wälzten sich mitsamt dem Holz, den Walderbach aus seinem Bett drängend, talauswärts. Murbrüche und Steinkolosse halfen mit, den Inn in der bekannten engen Einmündungsstelle zu stauen, sodass die tosenden Wassermassen ihn aufströmten und weitum alles überschwemmten. Auch die heutige Imsterau, die bis dahin ein herrliches Feldergeviert gewesen war. Über 70 Heustadel wurden durch die tatsächlich erfolgte Hochwasserkatastrophe unter Wasser gesetzt. Mithin die ganze Heuernte vernichtet. Wenn die Gier über den Verstand siegt, das kann man hier sehr gut beobachten. Weiter oben hat der sogenannte Klausenmann diesen Bach aufgestaut und hat damit eine Hochwasserkatastrophe in Gang gesetzt, die die gesamte Gegend ins Unglück stürzte. Da muss man sich dann nicht wundern, wenn man verflucht wird, bis zum jüngsten Gericht Buße zu tun. Und selbst dann sei es nicht mal sicher, dass ihm die Stunde der Erlösung schlägt.
Der Klausenmann, der das Unheil verschuldete und hierbei den Tod gefunden hatte, musste dafür gar schwer büßen. Viele Bewohnerinnen und Bewohner der Orte Arzl, Imst und Wald sind ihm des Nachts schon begegnet und hörten seinen schaurig weithin gellenden Ruf: Auwe, auwe! Andere sahen eine dunkle Hünengestalt mit einer brennenden Laterne in der Hand den Inn überqueren, wiewohl weitum eine Brücke fehlte. Ein Imster Kapuziner soll ihn in sogenannte Bergel hineinverbannt haben. Leute, die den Mönch über die Dauer der Bußzeit des unachtsamen Klausners befragten, erhielten die Antwort: Er wird büßen müssen bis zum jüngsten Tag, und selbst dann bleibt es noch ungewiss, ob ihm überhaupt die Stunde der Erlösung schlägt. Eine andere Überlieferung geht nicht so streng ins Gericht. Sie zeigt uns diesen im Allgemeinen sehr gefürchteten Putz von einer geradezu humorvollen Seite. Die Arzler Hirten ließen einst ihre Schafe im Wald zwischen Arzl und Imsterberg weiden. Dabei geschah es, dank der Schlamperei der Hirten, dass die Tiere auf Imsterberger Wiesen gerieten. Also wurden sie nach altem Herkommen von den Besitzern der Grundstücke gepfändet und in einen alten Wiesenhag gesperrt. Sie sollten erst nach dem bezahlten Lösegeld wieder an die Hirten ausgefolgt werden. Diese aber schlichen sich eines Nachts zum Stalle hin, der jedoch gut versperrt war. Allein schon öffnete sich von innen eine Luke und ein bleichgesichtiger Mann, die Arzler erkannten allesamt an ihm, den Klausner, lupfte ein Schaf nach dem anderen ins Freie. Sie bedankten sich mit einem leisen »Galt's Gott«, um ja den im Stadel nebenan schnarchenden Wächter nicht zu wecken, und fuhren so mit ihrer leicht wiedergewonnenen Herde still vergnügt nach Hause. Künftig hin beteten sie für den hilfsbereiten Klausenmann manch Vaterunser, so dass der Spuk immer seltener und schließlich nur mehr alle heiligen Zeiten beobachtet wurde. Ganz verschwunden aber ist er nach Ansicht der älteren Imsterinnen und Imster noch immer nicht. Ob der Klausner sich noch immer im Imsterbergl befindet und dort ausharren muss, wissen wir freilich nicht. Aber wenn man über den Berg spaziert, in der Nacht wohlgemerkt, dann beschleicht sogar den Mutigsten ein etwas seltsames Gefühl. Nein? Versuchen Sie es doch selbst. Und lassen Sie uns wissen, wie Sie sich dabei gefühlt haben. Und schreiben Sie uns Ihre Gefühle und Ihr Erlebtes in die Kommentare. Lassen Sie uns teilhaben. Abonnieren Sie unseren Kanal und hinterlassen Sie uns einen Daumen hoch, wenn Ihnen die Folge gefallen hat. Empfehlen Sie uns auch weiter. Passen Sie gut auf sich auf. Wir sehen uns wieder bei Kehrt und Erzählt. Gute Nacht.